Seit einer Woche beschäftigt uns dann nun die Silicon Valley Bank in Kalifornien und neben ihr noch zwei oder drei andere Banken in Amerika. Vorgestern ist der Tata-Greis, der senile Stotterer Joe Biden vor die Kameras getreten und hat den Leuten erzählt, euer Geld ist sicher, euer Geld ist sicher, ist alles vollkommen in Ordnung, Joe ist bei euch. Wenn du als Bürger so etwas hörst, naja, dann weißt du, wie sicher dein Geld ist auf einer dieser Banken. Wenn dann noch dazu plötzlich herauskommt, dass bei SVB ein einziges Vorstandsmitglied Bankierserfahrung hatte, da war tatsächlich nur eine einzige Person Banker im ganzen Vorstand. Erstaunen kann es mich auch nicht, wenn ich dann erfahre, dass die Democrats durch die SVB massiv mit Millionenbeträgen unterstützt worden sind, dann weißt du, mit was für einer Bank du es zu tun hast. Also, unser Geld ist sicher. Unser Geld ist sicher. Wahrscheinlich hat Joe Biden von seinem eigenen Geld gesprochen. Anders kann ich das nicht auffassen. Wüsste nicht von einem einzigen Politiker, der in der ersten Bankenkrise irgendwie pleite gegangen wäre, irgendwie Privatkonkurs hätte anmelden müssen. Während viele, viele kleine Selbstständige, Handwerker, Berater und so weiter und so weiter finanziell ins Gras gebissen haben. Jetzt erreicht es uns auch in Europa. BNP Paribas Fortis hat Schlagseite und wird nicht mehr gehandelt. Ja. Nun wird es Christine Lagarde, die Betrügerin im höchsten Amt, richten. Nein, auch sie wird genauso wie Joe Biden, mit dem sie sicher gerade telefoniert hat, dann ja, glatt bügeln. Ja, euer Geld ist sicher, es ist alles in Ordnung. Seit Jahren warnen vernünftige Leute vor dieser Entwicklung und vor dem, was sich jetzt andeutet und aller Wahrscheinlichkeit nach passieren wird, dass nämlich dieses System kollabieren wird. Wenn du also Geld auf der Bank hast, dann wünsche ich dir richtig viel Glück. Bleibt jedem selbst überlassen, wie er seine Finanzen in den Griff kriegt. Auf der Strecke bleiben ohnehin immer nur die kleinen Leute. Die werden dann von den großen Fischen halt gefressen. Dann kannst du zusehen, wie du deine Schäfchen ins Trockene kriegst, wenn sie da noch nicht sind. Ich hoffe es für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.